Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fortnite. Wie ihr seht, ist es natürlich was Neues gekommen wieder mal. Da starten wir jetzt mal. Ich hoffe mal, dass es die Warteschleife jetzt nicht kommt. Jetzt fängt das natürlich wieder los. Jetzt fängt es natürlich wieder los. Zwei Minuten. Okay, das könnte ich ja noch warten. Das könnte ich ja noch warten. Also wenn das nochmal hier dauert, dann mache ich dann einen Schnitt. Das ist wahrscheinlich genauso wie bei anderen Anfang beim Fortnite. Kommt es immer hier die Warteschlange. Aber die Musik hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ihr habt natürlich ja gesehen, dass die Welt, was letztens im Finale von Kapitel 3, Season 4 war, hat die Verbotene die gesamte Welt zersplittert. Und natürlich auch selbst zersplittert. Und dank Paradigma und Kim haben wir eine neue Welt entstanden mit der Hilfe der Nullpunktfragmente. Und da haben wir diese gigantisch große Welt gebaut aus Trümmern von unseren vorherigen Welt und die Welt, wo wir ganz früher waren. Ich hoffe, dass wir nicht nochmal hier in der Warteschlange stehen. Also ich würde ja auch mal hier Fortnite spielen. Und nicht nochmal hier in der Warteschlange bleiben. Alter Schwede, und so ein gigantischer Wasserfall, was hier ist in einer unendlichen Dimension. So, jetzt geht's los, wahrscheinlich. Server reagieren nicht. Jetzt geht's natürlich wieder nach hinten los. Alter Schwede. Das geht natürlich wieder mal nach hinten los mit diesem Mist. Server reagieren nicht. Das ist bei jedem Fortnite, wo ich jetzt anfange zu spielen, kommt hier dieser Server reagieren nicht Logo wieder. Eieiei. So, hoffentlich mal bitte. Wie viele Minuten? Das ist wahrscheinlich auch... Ist das zwei? Wahrscheinlich zwei Minuten wieder mal. Also wenn es wirklich zwei Minuten wäre, da geht es ja noch.
Aber wahrscheinlich, wenn das jetzt startet, kommt wieder Server reagieren nicht. Und da mache ich dann mal erstmal einen Schnitt. Ja, das war 2 Minuten. Das war 2 Minuten, weil ich hatte. Weil das ist echt schwer erkennbar durch diese Wasserfall, was dort ist. Eieiei. Also wenn es wieder Server reagieren nicht kommt, da werde ich erstmal einen Schnitt machen. Und wahrscheinlich am Nachmittag versuchen nochmal zu spielen. Aber wenn es wieder hier Server reagieren nicht kommt, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, was es sowas ist. Letztens, wo ja noch die Finale war, haben einige Menschen auch Probleme fürs Einloggen. Aber es wurde jetzt natürlich wieder Einloggen erhoben. Also erhoben. Also da kann man sich jetzt wieder einloggen. Letztens war es ein bisschen problematisch wegen die Finale. Bloß gut, dass ich denn das Finale aufgenommen habe. Sonst habe ich nämlich auch das gleiche Problem, dass ich da in der Patsche sitze. Und da sagen so, warum hast du die Finale nicht aufgenommen? Ich habe ja die Finale aufgenommen. Mach doch kein Panik. Jetzt ist jetzt so 10 Sekunden. Aber wahrscheinlich kommt jetzt gleich hier Server, reagier nicht. So, Ladevorgang. Und ja. Was habe ich gesagt? Na gut, dann mache ich meinen Schnitt. Bis gleich. So, ich bin jetzt gespannt, ob das jetzt kommt. Also, ich hoffe mal, dass es jetzt endlich mal wieder läuft. Nochmal kann ich ja nie hier dieses Server reagiert nicht sehen. Aber ich möchte jetzt endlich mal hier Fortnite spielen. Kommt schon, ich möchte jetzt endlich spielen. Okay, 15 Sekunden noch. Bitte, ich möchte jetzt endlich spielen. So, jetzt bitte, bitte, ich will da rein. Ja, es geht los. Es geht los. Endlich. Ja, es geht los. Yippie. Stellt Verbindung her. Sehr gut. Ah, okay. War es noch von der letzten Finale? Ich habe getan, was ich kann. Dies ist nun dein Kasten. Ja, den kennen wir schon aus dem letzten Part in der Fortnite beim Fortnite-Finale.
So entsteht hier die unsere Welt. Okay, das war jetzt eine ganz epische Szene, aber Entschuldigung, weil ich musste das Video 1 ganz ausstellen, weil nämlich ein Copyright-Musik drinne war, was eigentlich nicht sein könnte wegen Urheberrechtsverletzung. Deswegen habe ich das ausgestellt, also bei dieser Szene. Also tut mir leid, Freunde, es tut mir wirklich leid. Okay, den Battle Pass, Kapitel 4, Season 1. Ich kauf es mir. Ich nehme es. Battle Pass freigeschaltet. Selene ist unser erster Skin. Und Battlesterne wieder. Das fand ich jetzt echt... Also das ist jetzt... ganz neu geworden. So, Battle Pass Belohnungen. Okay, das ist jetzt alles völlig neu. Was haben wir denn hier? Mondparty. Okay. Mondparty war das. Warte mal ganz kurz. Habe ich das aus? Habe ich hier immer stumm geschaltet hier? Ich habe immer stumm geschaltet. So, hier Mondaxt. Den V-Bug, also den V-Bugs kann ich ja sowieso holen jetzt. So, das ist das erste. Selene. Ganz niedlich gemacht. Sehr... Okay, Selene im Hintergrund. Mondgleiter. Nicht schlecht, alter Specht. Und dann haben wir Selene in Mondschein. Na, sieht nicht schlecht aus. Masai. Ah, okay. So sieht Masai aus. Was haben wir denn hier? Und dann... Also von uns war es Ballungsbord und jetzt Luftläufer Masai. Doomslayer, was? Gagodemon! What the hell? Doomslayer! Der kommt wirklich aus Doom!
Also Doom und Doom Eternal! Und Mini Slayer Faustgruß. Das ist ja cool! Das ist ja cool. Und dann noch die Astro-Rüstung von Doom Slayer. Das die. Okay. Wieder ein neuer Skin. Die Dusty. Sieht auch sehr niedlich aus. Friedhof Dusty. Boah, das sieht noch krasser aus. Nezumi. Wie sieht die aus? Nezumi. Ein legendärer Anime. Skin? Okay. Das hätte ich ja nie gedacht. Und dann noch hier die Exil Nezumi. Jetzt Halsey. Also Halsey. Die sieht... Oh. Auch niedlich gemacht. Eine Vampirfreundin oder Vampirfeindin von Boba-Meisterin. Und dann noch hier Bobarista Halsey. Der Zeitlose. Der Zeitlose. Ist auch ein legendärer. Und das hier an den Waffen. Okay, das sieht auch ganz krass aus. Oh, das war's schon. Und dann hier, was es noch ganz krass ist, ist nämlich Geralt von Riva. Und zwar aus The Witcher. Ach du Heimatland. Hätte nie gedacht, dass es ja aus The Witcher kommt. Mit Season. Oh, das sind ja so spezielle Skins. Oh, Flammenrüstung. Das sieht cool aus. Auswärtsspiel, Dusty. Oh, auch ganz niedlich gemacht. So, Bonusbelohnungen. Knallschuss! Damit jetzt aber nicht anlegen. Klubfuss-Sinzende Halsey. Dann noch Bulpen-Barbaren-Dusty. Boah, das sieht gefährlich aus. Und dann noch Phobos-Rüstung von Doomslayer und weitere Fragezeichen. Ah, Titelmusik von Kapitel 4. Vielen Dank, Epic Games. Hä, wieso ist Musik ausgestellt? Okay. Hätte ich nie gedacht, dass es Musik ausgestellt ist. So, da sind wir hier. Alter, wie sieht das denn aus, die Welt? Wie sieht das denn aus? Das hätte ich nie gedacht für sowas. Dass wir in einem Weltraum sind. Ups. Sobald das System aktiviert ist. Okay.
Also das war gerade Kim. Und hat irgendwas daraus erzählt. Alter, wie sieht das denn aus? Zeit für die Welt erkunden! Vorsichtig sein. Und die Tiere sind auch natürlich wieder zurück. What? Hier gibt's auch wieder Bögen? Hier gibt's auch wieder mal Bögen? Na, was ist das denn? Was denn? What the hell? Was ist das denn? Oh, Schockwellenhammer! Rotpunktsturmgewehr. Oh, wir kriegen zurzeit neue Waffen. Oh, für mich ist es noch richtig, richtig neu hier. Na, warte mal, ich heb das noch. Ich hebe das noch auf, den Hammer. Alter, da kann man überall erkunden. Und Schlüssel gibt's auch wieder. Donnerschrotflinte. Das Realitätserweiterungssystem ist bereit und läuft. Wähle einen Mod und schau, was passiert. Einen Mod? Du hast deine erste Realitätserweiterung ausgewählt. Es gibt Mods? Das hätte ich nie erwartet für sowas. Normaler. Ich dachte, das ist ein Sloopy. So eine Sloopy Truck. Aber ich habe irgendwie gesehen an den Anfang, man kann sogar Bikes fahren. Uah, Alter. Was war das jetzt? Jo, Sturmgewehr ist auch wieder zurück. Ja, mein Lieblingssturmgewehr. Und Raketenwerfer! Raketenwerfer ist auch natürlich wieder da. Oh. Drehen. Na, für Bikes werde ich mir lieber später fahren. Oh, Bikes gibt's auf jeden Fall. Okay, wird scharf geschossen. Wow, nein, nein. Sehr gut. Eine Realitätserweiterung ist jetzt verfügbar. Hä? Was sind das denn für Items? Schubsbeere. Oh. Ich hab immer die Waffe geliebt. Aber Schubsbeere? Das ist neu.
ist das denn? Eine Qualle! Ach, die geben Schilder, die Quallen! Also das sind jetzt, aber das, also das sind die die ganz netten Quallen, was dort ist. Nice, finde ich sehr, sehr schön. Finde ich sehr schön. Haben sie echt richtig gut gemacht. Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen auch hier in die Zone. Und natürlich den Kopfgeld darf man auch nicht fehlen. Interessante Wahl. Mal sehen, was passiert. Also mit Mods hätte ich nie gerechnet. Warte mal, ich probiere das mal. Hat schon was. Aber ich weiß nicht, was ich direkt in den Kampf benutze. Weil ich bin ja lieber ein dunkler Typ. Noch eine Realitätserweiterung ist verfügbar. Probier unbedingt jede Erweiterung aus. Du kriegst den Dreh raus. Beeindruckend. Na dann viel Glück. Dankeschön, Kim. Laubhaufen? Die sind ja genauso wie bei den Büschen. Nur ein bisschen praktischer. Also, ich finde das auch richtig gut gemacht. Oh, und da vorne ist wahrscheinlich. Und da vorne ist ein Schneelandschaft, aber den können wir später erkunden. Weil wir müssen in die Zone. Noch 24 Spieler. Jetzt gerade nicht so interessant. Eulen hier überall hier rum Geräusche machen. Das finde ich so genial. Obwohl sich hier oben ist ein Wildschwein. Was war das denn? What? Lamas! Und der Bogen ist natürlich wieder zurück. Urzeit-Stinkbogen. Den gab's schon bei Fortnite Urzeit. Okay. Probieren wir mal. Okay, das benutzt man. Also das werde ich nie benutzen. Die Hase?
Ich dachte, das ist ein Safe, aber das ist nur ein Schublade. Das sind ja spezielle Truhen. Automatische Experten-Rotflinte. Oh, wir sind schon Level 4. Nicht schlecht, alter Specht. Geschirr gibt es auf jeden Fall. Anvils. Warte mal. Squad oder wie der heißt? Anya Square heißt es. Elf Spieler noch. Oh, was ist das? Oh, alter Schwede. Okay, hier gibt es wieder Gas. Das ist eine große Benzinkanister. Also hier geht's richtig um ritterlich. Alter, 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 Alter! Alter! Oh mein Gott, oh mein Gott! Nein! 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 Platzierung 6! Das war wahrscheinlich der hier als Kopfgeld war. 6 war ich vor uns in Fortnite. Eieiei. Ich sag es ja, meistens ist es nicht ganz einfach hier. Aber ich werde immer mehr Mühe geben, um dafür zu spielen. Ich bin ja auch ein guter Spieler. So, dann gehe ich erst. Gehe ich jetzt erstmal da lang. Es gibt ja vieles zu erkunden. Ich lande erstmal hier ganz vorne. Auch hier ein bisschen Ruhe und dafür Waffen zu suchen. So. Ich wollte mal testen, ob das gut ist. Okay. Okay.
Okay, das ist schon mal eine gute. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich ganz gut ist, weil ich bin nicht so ein Schrotflintenfreund. Die hier. Wow! Er schießt hier! Wer schießt denn hier? Aha! Na, du willst ja Ärger machen, ne? So nicht, Freundchen. So nicht. Einsatzbereit, mach ich gleich. So. Aktivieren. Und die Hühner sind auch wieder da. Also ehrlich gesagt, alle Tiere sind ja wieder da. Okay, das ist schon mal sehr gut. Wasser scheint ganz schön tief zu sein. Aber da wimmelt es von Fischen. Und hier sind auch Charaktere zum Sprechen. Bist du? Ah, die Emi! Die kennen wir aus dem Fortnite Paradise. Die gute Emi. Das ist sehr, sehr gut. So, hier wird scharf geschossen. Sheltered Slabs. Daneben. Komm, zeig dich! Kleiner Feigling.
Scheiße, jetzt ist er geflüchtet. Noch hast du Glück. Noch hast du Glück. Aber bald nicht mehr. Ist das eine Mine? Vorratsdrohne. Wow! Nein, falsche Waffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich lauf lieber weiter. Ich lauf lieber weiter. Oder? Also dieser Raum hier ist wirklich eine richtige Mine. Wo man hier Opale findet. Ja, nicht wundern, weil es leckt manchmal ein bisschen. Gewehrkraft. Ja, ich bin gleich dabei mit den Erweiterungen. Ich muss hier erstmal hier zum Laub runter verstecken. Bogenlegende. Wahrscheinlich wird hier immer noch irgendwo geschossen. Oh, die Wölfe sind auch noch da. Na, dann zähmen wir mal einen Wolf. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht direkt aus dem Hinterhalt angreifen. Zwei Hämmer, was? Nee, 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 nee. Sowas will ich nicht. Sowas will ich nicht. Alter, es leckt echt richtig.
Okay, Sturmgewehrmunition. Hier bin ich bereits noch nichts. Ui, es ist wie so ein Bauernhof. Windräder. Immer noch kein Sturmgewehrmunition. Was ist das denn? Excalibur-Gewehr. Was gut ist? Alter, das schießt Schwerte! Frenzy Field. Jetzt habe ich auch genug Bogenmunition. Wir müssen vorsichtig sein. Vorsicht. Ah, hier sind wieder diese Quallen. Bevor Paradigma verschwand, hat sie eine Mission hinterlassen. Und ließ das Ganze dann von Landmassen zerquetschen. Streichware nicht ihr Ding. Sammle die Fragmente von Paradigmas letzter Nachricht ein. Ich entschlüssle sie dann. Okay, hier ist irgendwo. Ah, hier. Sonnenblume. Was war das jetzt? Das war cool. Halt erstmal kurz mal hier diese Kaliber. Wenn das nutzlos ist, da. Oh mein Gott! Rattenfänger! Was? Alter Schwede, das war diese Kopfgeld, was wir gejagt haben. Alter, wer schießt hier? Wow!
bin ich unverletzt. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hey, bleib stehen, du Feigling! Jawohl! Ein Spieler! Oh! Wow! Nein, 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 nein! Nein! Wow! 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 Oh mein Gott, das war so knapp! Oh mein Gott! So, jetzt beende ich mal den Part. Dann sehen wir uns bald wieder. Dann macht's gut und ciao, ciao!